Löschung steht bevor. Materialbucht. Castor 11. Klingt, als sei er in eine andere Kammer geflohen. Tja, er sollte sich nicht zu gemütlich machen. Ja, Castor 11. Okay. Energieeindämmungslicherungen überblickt. Na toll. Der Gang ist voller Plasma. Ich muss da irgendwie rüber. Hey, Leute! Es kommen mehr Maschinen! Bitte sag mir, dass du bald fertig bist! Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was. Aloy, ich komme hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärkt. Für verbesserte Konnektivität. Ich glaube, wir schaffen das, Aloy. Okay, die haben alles, was sie brauchen. Das ist jetzt nicht so, dass ich ihn dieses Zeug brauchen muss, nachdem ich eben im Plasma gebadet habe. Aber ich verstehe nicht, wie viel CPUs hat denn diese Brutstätte? Weil ich dachte, es geht nur darum, dass sie zwei hat. Einer für Gaia, einer für Hephaestus. Und die sind verbunden. Wie kann sich denn Hephaestus woanders hin fliehen? Also wie kann denn der sich wo irgendwo verstecken? Ich verstehe nicht so ganz, wie das funktioniert. Wo ist denn die Logik, die Hephaestus erlaubt, hier ständig ein bisschen Plot-Armor aufzubauen? Zwinge Hephaestus zurück in den Kern. Er ist eine CPU. Ich meine, er ist eine KI. Wo kann der sich denn verstecken? Ich blicke nicht zu 100% durch. Aber gut. So, hier ist irgendwo wieder eine Maschine. Hör auf zu schleichen, Aloy. Was soll denn der Quatsch? So, sind wir jetzt hier am... Alter, hier war ich doch vorhin schon. Hier war ich doch schon. Jetzt muss ich hier schon wieder suchen nach einem anderen Weg. Naja, wir werden die Schienen nutzen. Die Schienen, die eben noch Förderbänder waren oder Metallbalken oder was auch immer. Die denken sich jedes Mal ein anderes Wort dafür aus. Muss das so kompliziert sein? So, jetzt hier. Bring mir hier so ein Dingens vorbei, so ein Wagen. Oder nicht? Oder soll ich hier einfach so dran langrutschen? Okay. Ich muss dann fest das hier aufjagen. Es sollte noch ein Knopf geben. Okay, stiller Kill. Spitzenrotaugenwächter, eiskalt. Ich weiß nicht, ob wir uns hier irgendwo wirksam verstecken können. Hier gibt es irgendwie nicht so viel hohes Gras. Dummerweise. Ich glaube, die haben gar keine Schwäche, ne? Schwach gegen Eis. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bam! Oh, wie ihm das nicht gefällt. Und da leidet er. Guck mal, wie er sich windet. Ah, jawohl. Wie er gelitten hat. Fantastisch. Okay, da haben wir noch einen. Was ist das? Oh, das ist so ein Tapir, ne? Stachelschnauze. Schwach gegen Löschwasser. Noch besser. Besser könnte es gar nicht sein. Zeig mir deinen verwundbaren Bauch. Zeig ihn her, ich will ihn sehen. Zeig mir deinen... Oh, Alter. Was war das für eine Explosion? Meine Fresse. Okay. Besser. Warum ist denn der so in die Luft gegangen? Ich habe seinen Rücken getroffen und dann wurde er mega stinkig. Aber was für eine Explosion. Ich stand gute 10, 15 Meter entfernt. Autonome Verteidigung eingesetzt. Oh, nicht schon wieder. Das klingt nicht gut. Ich versuche den Zugriff wieder herzustellen. Oh. Okay, Beta, du machst, was du scheinbar ziemlich gut kannst. Aber ich weiß nicht, ob ich mich um den Großen oder den Kleinen kümmern sollte. Vielleicht hätte ich nicht beide Agro machen sollen. Sondern vielleicht erstmal ein und hoffen, der andere sieht mich nicht. Ich weiß nicht, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Meine Fresse! Jetzt chill doch mal kurz, ich habe gleich Zeit für dich. So. Jetzt müssen wir den nochmal machen, da. Alter! Ransch, wo schießt du denn hin, Aloy?
Warte, ich habe schon wieder kaum Energie. So, wie wäre es denn damit? Mache ich viel zu selten. Und sie sieht so cool aus. Das war nur ein Schuss. Alter! Das waren meine Schüsse. Der ist übertrieben in die Luft geflogen. Meine Fresse. Das waren nur zwei Schüsse und beide haben so eine Mega-Explosion gemacht. Krass. Okay. Gegen den, weiß ich nicht, was wir gegen den machen. Was hat denn der? Was kann der? Was will denn der? Schwach gegen gegen Eis. Das ist ja ganz schlecht. Schwach gegen Schock, meine ich. Wie sieht's denn aus mit Löschwasser? Ist er da stark gegen vielleicht sogar? Oh, nö. Er ist, Löschwasser befangen gerade. So. Ich weiß nicht, was Löschwasser macht was hat Löschwasser für einen Effekt auf eine Maschine? Ich habe keine Ahnung. Man kann sagen, ja, Korrosion sorgt dafür, dass der Panzer weg ist und bei Feuer brennen sie halt, ne? Und bei Eis können sie sich nicht mehr bewegen und so. Ich weiß nicht, was Löschwasser macht. Da gibt es halt irgendwie keinen realistischen Vergleich zu. Also machen wir mal Eis. Unsere Bomben sind ein bisschen Mangelware. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viele Bomben benutze. Oh, guck mal, richtig eingefroren. Guck mal, wie cool. Oh, aber nicht eingefroren genug, um ihn mit einem Schlag zu töten. Oh, erledigt? Nee, nicht erledigt. Das war überhaupt nicht erledigt, Aloy. Warte, jetzt ist er gleich. Das waren alle. Und? So, Knotenzugriff wiederhergestellt. Jetzt kannst du überbrücken. Gute Arbeit. Du hattest mehr zu tun. Ah, ja, wenigstens sagt's mal einer. Okay, gut. Dann können wir also jetzt gleich... Moment, erstmal sammeln wir hier noch ein bisschen Loot ein, weil, Krallenschreiter Klingenschweif habe ich ihm abgeschossen. Sehr cool. Seltene Ressource, die wir wahrscheinlich nie brauchen, weil ich ja Waffen so oder so kaum upgrade, weil es viel zu übertrieben ist, was die benötigen, realistisch betrachtet. Aber egal, was ist denn hier? Das ist doch nochmal großes Vorratslager, ich habe da den Schimmer gesehen. Okay, jetzt aber hier feste. Stirb! Okay. Der Festes gehen allmählich die Verstecke aus. Aloy? Ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Mir auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die Herr Festes gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Peter. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Pass auf dich auf. Das finde ich immer cool, wenn man eine große KI als Gegner hat und man denkt, es sind automatisch abgespielte oder bereits aufgenommene Sprachen und Sprüche. Und dann sagt er, du bist eine Störung, jetzt ist Schluss. Wenn er einen so ganz plötzlich direkt anspricht, das finde ich mega cool. Das haben halt eben alle drüber übereinander geredet. Aber ich kann mich nicht erinnern, was hier für eine Mördermaschine auf uns wartet. Weiß ich echt nicht mehr. Muss ja irgendwas sein, was wir noch nie gesehen haben. Setze Prioritätseinheit SQ-11. Schlachtrücken! Eine eindrucksvolle und tödliche Kampfmaschine. Wenn ihre Plasmalader aufgeladen sind, werden ihre Angriffe mit Plasma verstärkt und können vernichtende Spezialfähigkeiten entfesseln. Schwach gegen Frost und Löschwasser. Löschwasser habe ich auf meinem sehr starken Bogen, Frostschaden habe ich auf meinem starken Bogen. Stark gegen Feuerschock, Säureplasma brauchen wir gar nicht zu machen. Frost und Löschwasser ist, glaube ich, eine gute Sache. Dinger, ihren Bein leuchtet. Ich glaube, sie lädt auf. Oh weh. Sollte ich den aufhalten vielleicht? Warum mache ich denn nicht Löschwasser, Mensch? Ich will Löschwasser. Da! Friss Löschwasser, Mensch! Okay, kleine Pause von den Plasma-Angriffen.
Okay. Das ist natürlich nicht gut. Ich kann mich nicht wirklich an den erinnern. Also, ich stehe gerade, als ob ich das zum ersten Mal spiele. Ich kann mich nicht an einen Schlachtrücken erinnern oder an diesen Kampf oder irgendetwas. Nicht an das Aussehen von dem Vieh, nicht an diese Plasma-Angriffe, die man scheinbar unterbrechen kann. Ich kann mich an nichts erinnern, was wir gerade sehen. Bin mir nicht sicher, warum. Okay, jetzt probieren wir mal Eis. Vielleicht ist das besser. Oh, das baut aber gar nicht auf, Mensch. Alter. Okay, der hat ein paar nette Tricks, aber er zieht mir tatsächlich nicht so viel Energie ab, wie man befürchten könnte. Man kann ihm relativ gut ausweichen, wie es scheint. Okay. Ne, vielleicht auch nicht unbedingt. Alter. Okay, also Eis bringt so gut wie gar nichts. Eis können wir uns, glaube ich, sparen. Wir sollten vermehrt auf Löschwasser gehen. Guck mal, das baut sich viel, viel schneller auf. Eis ist irgendwie für'n Arsch. Okay, er lädt sich auf. Dann müssen wir mal hier... Na, komm schon. Warum hat er das am Oberschenkel? So an der Hüfte, da bewegt er sich viel zu sehr. Ja, das war echt gut. Wo hat der denn seine Schwachstellen? Ich finde irgendwie nicht wirklich, wo ich hinschießen soll. Und der macht einen seltsamen Angriff, findet ihr nicht auch? Irgendwie, oh, da hat er irgendwas Grünes unter seinem Bauch. Irgendwas war da eben. Okay, ja, der hat auf der Rückseite seiner Vorderbeine hat er etwas. Aber wie zum Geier soll ich da rankommen? Bisschen übertrieben, ne? Okay, ich meine, die Hälfte haben wir. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Muss doch da treffen. So, Moment. Jetzt machen wir mal kurz den hier. So oft habe ich das nie gemacht. Okay, und jetzt müssen wir hier mal... Okay, das war, glaube ich, gut, ne? In sein Plasma-Maul rein. Keine Munition. Ach, scheiße, Mann. Keine Plasma-Angriffe. Nein, nein, nein. Meine Güte. Okay, ich hab es verpasst, seinen Plasma-Angriff zu unterbrechen. Aber es dürfte... Okay, er wird sehr viel stärker durch die Plasma-Angriffe. Also vielleicht einfach generell mehr Schaden, so grundsätzlich. Alter, was... Oh Gott, ich habe das gar nicht gesehen. Das war an seiner Schwanzspitze. Meine Güte. Okay, wie hätte ich denn das sehen sollen? Aber wie viel leuchtende Punkte der in seinem Körper hat und ich treffe keinen einzigen. Nicht einen treffe ich. Ist ja großartig. Okay, aber er scheint jetzt alles in allem nicht so böse zu sein, ne? Vielleicht können wir das hier mal ein bisschen machen, diese Explosionsbomben. Explosionsbombe, verrückt. Ja, guck mal, das bringt deutlich mehr. Der hat so eine hohe Panzerung, diese Bomben bringen viel. Boah, was macht er denn jetzt? Sein Schwanz im Boden und dadurch wird er plötzlich unendlich lang. Das ist immer eine tolle Logik. Kaum ist etwas unter Tage, ist es unendlich lang. So, jetzt habe ich ihn gleich. Komm schon. Ah, oh, Mann. Wirklich zwischen den Beinen durch? Das war's. Geschafft! Es müsste noch einen letzten Knoten geben. Gut. Halt dich bereit. Ich schicke Hephaestus zu euch zurück. Du verfügst über ungenutzte Spulengewebe. Na toll. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir Schlachtrücken in der freien Wildbahn sehen. Diese anderen Monster, die man am Ende von einer Brutstätte sieht, die trifft man auch in der Wildbahn. Aber bei dem Schlachtrücken bin ich mir echt nicht so sicher. Oder ob das so ein einmaliger Boss ist. Ich weiß es nicht. Kein Verstecken mehr, Hephaestus! In den Kern der Anlage. Okay, Hephaestus ist zurück im Kern. Sorg dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück.
Und dann starten wir die Verschmelzung. Alles dank dir, Meta. Ich bin froh, dass du hier warst. Du, Val. Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Ja, gleichfalls, Aloy. Warum ist sie immer so mega Val-bezogen? Ja, ich denke, wir kennen ihn schon lange und so, aber ich mag den Kerl irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Aber wie sie immer so mega, mega auf Val bezogen ist. Irgendwas muss auch im ersten Teil vorgefallen sein, woran ich mich nicht erinnern kann, weshalb sie so auf Val abfährt. Na gut, okay. Was soll's. Wir müssen gleich wieder da sein. Oh ja, hier sind wir. Klar, die klassische Abkürzung am Ende eines Dungeons. So muss das sein. Falls irgendein Bullshit passiert, erstmal noch ein bisschen... Genau, erstmal noch ein bisschen aufsammeln hier. Mehr scheint hier nicht zu wachsen. Na gut, okay. Dann gehen wir mal dahin. Und dann sollte ja gleich die Welt gerettet sein, nicht wahr? Spiel vorbei! Die Umgehung ist fertig. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Vorsichtig. Zerquetscht diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Los, hinter mich. Hephaestus, transportbereit. Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Lass den Teufel nach los!
Beta. Du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst die anderen Zeniths. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnenweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück. Okay. Okay, durchs Zwischenspiel mehr bleibt nicht. Hä, was ist das denn? Egal, wir haben Champion-Gutschein bekommen. Jetzt haben wir 11, da kann ich mir wieder eine neue Waffe kaufen. Aber was Tilda eben gesagt hatte, wenn du die Spinnenweben los sind. Sagt man das auf Deutsch? Ich weiß genau, was sie meint. Mit den Cobwebs, die man im Kopf hat. Das sagt man auf Englisch gerne, wenn man einen vernebelten Verstand hat. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so sagt. Ist das üblich? Aber davon abgesehen, Varl ist tot. Und das wirklich deutlich und für immer. Varl ist tot. Finde ich tatsächlich ganz angenehm. Ich weiß, ich mochte den Kerl nicht. Ich weiß nicht so wirklich warum. Ich konnte ihn nicht leiden. Ich bin froh, dass er tot ist. So, das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt will ich kurz mal Zwischenspiel. Ach so, mehr bleibt nicht Zwischenspiel. Aloy ist von Trauer und Kummer erfüllt und versucht zu verstehen, warum ein Zenith alles riskiert hat, um sie zu retten. Okay, das sind einfache Fertigkeitspunkte, einfache Champion-Gutscheine. Neues Zwischenspiel. Das ist halt nicht wirklich eine übliche Quest, wie wir es gewohnt sind. Aber ich kann sogar auf meine Waffen zugreifen. Okay. Na gut, jetzt sind wir hier wahrscheinlich in dem Bereich, von dem Beta erzählt hatte. Nur ein paar Lieblingsstücke, die ich gerettet und instand gesetzt habe, bevor ich gegangen bin. Schau sie dir an, wenn du magst. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen. Mein Freund ist tot. Beta und Gaia sind weg. Und ich soll mir alte Gemälde ansehen? Lehne die beruhigende Wirkung von Kunst nicht so schnell ab. Oder die Erkenntnisse daraus. Weißt du was? Drauf geschissen. Wir gucken uns das hier an. Vielleicht gibt's ja irgendwas zu sagen. Okay, dazu sagt sie erstmal nichts. Das ist schon mal gut. Und hier? Selene und Endymion. Sie ist die Göttin des Mondes. Er aber nur ein einfacher Hirte. Neben ihr siehst du den Liebesgott Amor. Also, schleicht sie sich an ihn an? Sie besucht ihn eher heimlich. Amors Fackel steht für Selenes unsterbliche Liebe zu Endymion. Obwohl sie nicht zusammenkommen können, stirbt ihre Liebe nicht. Warum ist Endymion eigentlich, wenn er so ein normaler Typ ist, dargestellt wie ein Gott, immer nur mit so einem Tuch bekleidet? Warum sieht er so göttlich aus? Oder wenigstens göttlich gekleidet? Mein Lieblingspaar. Links ist die Briefleserin in Blau von Vermeer, ein wahrer Meister. Und rechts ist eine Fälschung. Dame beim Musikstudium. Experten hielten es für ein unschätzbares Original. Am Anfang meiner Karriere war ich von solchen Täuschungen fasziniert. Ich entwickelte eine Scan-Software, die Fälschungen mit unerreichter Genauigkeit entdecken konnte. Hast du so genug Geld verdient, um einen Platz auf der Odyssee zu kaufen? Oh nein. Mein wahres Vermögen erlangte ich erst später.
Okay. Aber ich sehe nicht, warum das ihr Lieblingsbild sein sollte und warum er ein wahrer Künstler ist. Ich sehe da nicht... Ich meine, das ist besser gemalt, auch wenn ich es nicht unbedingt schöner finde. Und wenn sie sagt, restauriert und so, hätte sie besser machen können, ne? Sie hat doch gesagt, instand gesetzt und da sind überall Risse. Ich meine, gut, noch mal ein paar hundert Jahre später, aber hätte sie besser machen können, finde ich, oder? Hier hat Rembrandt Jeremiah gemalt. Einen Trauernden. Um was trauert er? Um seine Heimatstadt. Das alte Jerusalem. Er hat ihren Untergang vorhergesehen, konnte ihn aber nicht verhindern. Also hat er stattdessen ihre Schätze vor der Zerstörung gerettet, wie ich diese Werke gerettet habe. Man könnte sagen, wir sind uns im Geiste ähnlich. Welche Schätze hat er denn gerettet? Das sind immer nur so halbe Informationen. Wenn mir jemand sowas erzählt, dann würde ich sagen, welche Schätze hat er gerettet? Ein Porträt von Rembrandts Sohn Titus, der eine Mönchskutte trägt. Ich verstehe das nicht. Warum sollte jemand wie du, mit unendlichen Ressourcen, sich um dieses Bild eines Jungen scheren? Es geht nicht um das Bild, sondern die Gefühle, die es auslöst. Das Gesicht ist klar und scharf. Doch der Blick gesenkt, als wäre ihm Unglück widerfahren. Und der Hintergrund scheint alles nicht zu verschlucken. Das Gemälde scheint Verlust darzustellen. Ich glaube, ich kann mich in den Maler hineinversetzen. Okay, ein dunkler Hintergrund symbolisiert Verlust. Ich weiß nicht, finde ich ein cooles Stilelement. Aber ansonsten... Na gut, und hier dein dickstes. Die Nachtwache von Rembrandt. Bei weitem das bekannteste Gemälde, das mein Heimatland hervorgebracht hat. Es wurde zu Ehren einer Miliz aus einflussreichen Bürgern in Auftrag gegeben. Ich schätze, du warst wohl eine einflussreiche Bürgerin. Damals. Aber nicht so einflussreich, wie du es in dieser neuen Welt gewesen wärst. Was heißt denn gewesen wärst? Rette ich nicht gerade die Welt? Ach, hier ist da doch noch was. Der Windstoß. Von Willem van der Velde. Ist das bekannteste seiner zahlreichen Maritimgemälde. Ein Schiff segelt ins Unbekannte. Das Gefühl kennst du wohl. So ist es. Deshalb gefällt mir diese Komposition so sehr. Obwohl Wind und Wellen das Schiff zu zerstören drohen, bleibt es heil. Und klammert sich trotz der Dunkelheit an das Licht. Naja, schön von mir aus. Okay, jetzt gibt's Frühstück, habe ich gehört, ja? Oder sollen wir hier nochmal... Tatsächlich, was ist das? Wunderschön, oder? Gemälde sind nicht die einzigen Meisterwerke aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Das hier ist Van Vianens Krug mit Deckel, der aus einem einzigen Silberblatt besteht. Wofür benutzte man ihn? Da bist du, Elisabeth, sehr ähnlich. Funktion über Form. Sein Zweck war weniger bedeutsam als seine Bedeutung. Van Vianen hat ihn zu Ehren seines verstorbenen Bruders geschaffen, der ebenfalls Silberschmied war. Ein Denkmal. Ja. Solche Schönheit aus Leid entsprungen. Da müsste man eher sagen, hey, das ist aus einem einzigen Silberblech hergestellt. Und der hat das aus einem Blech geformt. Und das ist die Kunst daran. Dass es dann am Ende schön ist, ist noch eine andere Sache. Aber es ist eine komplexe Form aus einem Blech gearbeitet. Das ist... eigentlich die Kunst dahinter. Na gut, Aloy, dann wollen wir mal weitergehen. Schon fertig? Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Das müssen wir beide. Wir versuchen so vieles zu retten. Und davon ist gar nicht wenig im Tresor. Es ist gut, solche Schätze einen Augenblick länger zu bewundern. Oder komm nach oben und wir legen los. Wie du willst. Aber was soll denn? Ich meine, eigentlich gibt es keinen Grund zu hetzen. Aber, wieso sagt sie, oh, schon fertig? Ich habe mir jedes einzelne Stück angeguckt, was du hast. Oder ist da doch noch was? Kann ich da durch? Oh. Das klingt eigentlich nicht gut. Aber man kommt nicht rein. Na schön, dann gehen wir mal hoch und wollen mal frühstücken, ne? Wird Zeit.